Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Lea und habe heute wieder ein Stickvideo für euch. Und ich bin jetzt endlich umgezogen. Wir sind total spontan innerhalb kürzester Zeit umgezogen. Und ihr wisst es wahrscheinlich, es ist super anstrengend. Ich habe überhaupt keine Lust mehr, aber die Kisten und die unaufgebauten Schränke wollen einfach nicht aufhören. Aber ich dachte, ich melde mich trotzdem mal wieder bei euch und mache jetzt mal ein ganz bearbeitungsfreies, ungeschnittenes Video. Das heißt, es kann ein bisschen bla werden. Ich versuche mein Bestes, dass das irgendwie trotzdem funktioniert. Ich habe nämlich eigentlich gar keine Zeit groß für solche Sachen. Aber bevor sich alles zu viel anstaut, dachte ich, ich mache mal ein kleines Update zwischendurch. Und zwar habe ich trotz allem immer noch Zeit gefunden zu sticken. Also ich habe eine Woche irgendwie gar nichts hinbekommen, aber ansonsten lief das immer ganz gut. Ich habe das hier auch wieder in meinen Tracker aufgeschrieben, an was ich gearbeitet habe. Und ich glaube, der letzte Stand war Kalenderwoche 37, beziehungsweise Ende 36. Da ist das letzte Video und aktuell sind wir in Kalenderwoche 43, also heute ist der 22.10. und das muss ich jetzt hier noch eintragen, was ich gerade mache. Ich arbeite nämlich diese Woche an meinem Heaven and Earth Design, weil ich unbedingt mal mit der Pattern Keeper App aktiv arbeiten wollte. Die ist nämlich aktuell von den Sachen, die ich sticke, nur kompatibel mit Heaven and Earth Mustern. Falls euch das nicht sagt, schaut in meinem vorigen, letzten Stick-Junkie Video nach. Da habe ich ein bisschen über die App gesprochen. Und so weit bin ich nun. Ich halte mal hier mein schlaues Heft dahinter. Nee. So, ihr habt ja ganz lange immer nur den Himmel gesehen. Ich blende euch hoffentlich auch noch kurz wenigstens ein, wie dieses Bild mal aussehen wird. Und soweit bin ich jetzt. Ich habe hier oben Licht. Ich habe hier oben den. Vielleicht mache ich das mit meiner coolen Schere. Ich habe hier oben den Himmel aufgefüllt. Hier. Und hier habe ich auch ein bisschen aufgefüllt. Und das hier sind zwei Heaven and Earth Seiten. Also das ist eine Seite. Und das hier ist eine Seite, so ungefähr bis hier. Nee, bis hier unten. Und ich hatte jetzt wirklich keine Lust mehr auf Blau. Also ich hatte nicht so große Motivation, hier immer dran zu sticken, weil ich mag einfach so Blöcke nicht so gerne. Ihr seht, hier sind es zwei dunkelblaue Töne und hier oben ist noch so ein bisschen Braun drin. Und jetzt habe ich mich einfach hier runtergearbeitet. Und habe dank der App hier ziemlich guten Übergang gefunden. Ich habe hier jetzt einmal eine Reihe gestickt, also habe runtergezählt, wo ich hier bin auf dem Stickmuster. Habe eine Reihe komplett drüber gestickt, sind sogar zwei. Und habe jetzt hier angefangen, mich runterzuarbeiten zu dem Mond, der jetzt kommt. Und das hier ist der Kopf der Eule schon. Und der Mond ist auch wunderschön, das ist so ein bisschen so ein grün Grau Mint drin, das leuchtet so schön auf dem dunklen Stoff und im Kontrast mit dem dunklen Hintergrund. Und jetzt will ich am liebsten gar nicht mehr aufhören mit dem Bild. Das ist so toll, es macht total viel Spaß. Und was ich jetzt gerade mache, ist, ich gucke jetzt immer hier, wo ich arbeite hier in 10er-Blöcken und fange eine Farbe an, die irgendwo ganz weit rechts noch frei ist, die ich noch nicht gestickt habe, und gehe dann mit der Farbe komplett rüber, wenn es sie weiter links noch gibt. Und wenn es sie weiter links nicht mehr gibt, dann parke ich sie unten und dachte mir, da das so ein schmales Bild ist, arbeite ich jetzt einfach in Reihen weiter. Also ich gehe jetzt hier komplett rüber und dann fange ich vorne wieder an, arbeite mit den geparkten Fäden wieder 10 Reihen nach unten und weiter nach links, je nachdem, wo die Farbe vorkommt. Und ich schaue halt, dass ich maximal 10 Felder weit hintenrum reise mit meinem Faden. Und sonst schneide ich ihn ab und beende ihn, wenn
der nächste Stich in der Farbe einfach zu weit weg ist. Ich hoffe, das war jetzt irgendwie nicht zu umständlich erklärt, wahrscheinlich schon. Naja, auf jeden Fall, so weit bin ich und ich habe jetzt am Wochenende total viel dran gestickt und irgendwie an einem Tag über 1000 Stiche reingepackt. Und es geht mit dieser App viel, viel schneller, weil man einfach highlighten kann, wenn man ein bestimmtes Symbol sticken will, highlightet das, drückt man einfach drauf und dann zeigt es einem überall im Muster, wo diese Farbe vorkommt, wird es dann hinterleuchtet in einer Farbe und dann kann man super einfach finden, wo man mit der Farbe hin muss. Und ja, das mache ich jetzt gerade und das wird diese Woche auch noch mein Projekt sein. Das heißt, ich nehme mal an, dass ich diese Reihe hier, diese 10er-Reihe, fertig bekomme. Ja, das ist Nummer 1. Hier habe ich meinen Stapel und wie ihr seht, ein rotes Paket da unten heißt Gecko Rouge. So, dann zum nächsten Work in Progress. Hier habe ich sehr viel dran gearbeitet. Das war letzte Woche. Ich war das letzte Mal so bis hier fertig, hatte hier ein bisschen angefangen, nur ganz wenig und das Gesicht hatte ich weitestgehend fertig und habe jetzt in der Woche den kompletten Hintergrund gestickt, der ist aber nur halbe Kreuze. Ah, das sollte ich vielleicht immer noch dazu sagen, ne? Mein Heaven and Earth ist, das ist 25K und Lugana in, weiß nicht, dunkelblau halt und ich stick mit einem Faden über einen Kreuz, also über einen Stofffaden. Und hier ist das auch 25 Count und hier mache ich mit zwei Fäden halbe Kreuze nur. Genau, und dann habe ich den Himmel gemacht, ich habe ihre Haare hier fertig gemacht und hier fangen schon die Bäume an und den Hasen habe ich großteils gemacht und hier unten ihre Hände. Ja, und das war meine Arbeit in einer Woche und hier oben habe ich schon ein bisschen vom nächsten Himmel gemacht und das geht halt total schnell, weil das mit einem Faden einfach halbe Kreuze sind und es geht ziemlich flott. Ja, und dafür habe ich jetzt, das ist heute gekommen, habe ich mir, weil ich bei einem Händler bestellen musste für meinen Shop, die hatten auch DMC-Stickgarn und da habe ich mir ein Kupfer für geholt und das ist eigentlich nicht im Muster vorgesehen, aber ich würde das Kupfer gerne hier in ihren Haarkranz, also diesen Blätterkranz verarbeiten. So, das sollte eigentlich grün werden, aber ich möchte das hier noch so ein bisschen akzentuieren mit dem Backstitch mit diesem Kupfer. Dann habe ich die Haarfarbe modifiziert, die ist nämlich eigentlich blond. Und dann habe ich hier schon Backstitch im Gesicht angefangen, weil das sah irgendwie immer so komisch aus. Und der Backstitch im Gesicht ist jetzt praktisch fertig. Da habe ich aber noch richtig viel zu arbeiten. Also ich schätze mal, wenn ich weiterhin so schnell bin, schaffe ich es in 3 Stickwochen. Also man muss hier halt noch überall Backstitch, in denen die ganzen Bäume sind umrandet, ganz viel. Es sind hier so Wellen im Hintergrund mit Backstitch. Ihr Kleid und den Hasen, die bekommen alle noch Details. Und hier kommen jetzt praktisch nur noch Bäume, aber die haben dann auch ziemlich viel Backstitch noch. Aber ich bin sehr stolz auf meinen Fortschritt hier. So viel habe ich noch nie an diesem Bild, glaube ich, in einer Woche geschafft. Aber ich brauche auch gerade einfach sehr viel Ausgleich für diesen ganzen Stress. Ja, oh, hier sieht man in der Sonne, wie schön dieser Metallic-Faden glitzert. So, dann, was zeige ich euch als nächstes von meinem Stapel? Gamer zeige ich euch vielleicht eher zum Schluss. So bewahre ich jetzt gerade hier meine Projekte auf. Einfach alles in einer großen Tüte und ich lasse die Tüte offen und tue es in eine Schublade, damit da gut Luft drankommt. Das ist mein Mirabilia Cathedral Woods Goddess. Und ich sticke das auf
32 Count Monaco, also kein Laien. Und den habe ich von Chromatic Alchemy. Und man, der ist sehr blass, aber sehr hübsch. Und soweit bin ich gekommen. Das ist die Arbeit einer Woche. Ich habe auch schon mit den Perlen angefangen. Und hier unten sind Blätter, die sind ganz mit Metallic-Fäden. Und ich habe auch schon mit den Perlen angefangen, weil ich das eigentlich nicht alles am Ende machen muss. Ich möchte gern die Abwechslung einfach haben und ich mag es nicht. Deswegen parke ich auch gerne bei den Heaven und Earth. Ich mag es nicht am Ende zu suchen, wo noch irgendwo Lücken sind. Deswegen mache ich das einfach alles nach und nach. Ja, und ich habe jetzt aber gemerkt, dass ich die Perlen, also die habe ich hier senkrecht angebracht mit einem Kreuz und benutze dafür so transparenten Nähfaden. Den habe ich von Stickteufelchen. Das ist so Prüm-Transparentgarn. Das ist dort zu finden, irgendwie unter Stickzubehör oder sowas. Und da habe ich jetzt ganze Kreuze gemacht, aber die Perlen sind ein bisschen zu groß. Also ich musste hier schon welche auslassen und dann habe ich nochmal, hätte ich vorher machen sollen, nochmal nachgeguckt und die meisten bringen diese Perlen schräg an, dass sie praktisch in der gleichen Richtung liegen wie das obere Bein vom Kreuz. Und deswegen mache ich das hier nochmal auf und bringe die dann schräg an und mache dann einfach doppelt halbe Kreuze irgendwie oder so, je nachdem, wie das läuft. Ja, aber das hier ist mein Anfang und es macht riesengroßen Spaß und es ist schön, so große Kreuze mal wieder zu machen. Weil ich ja immer nur auf so super, super, super kleine Kreuze mache auf den anderen. Und ich bin jetzt, habe in der Mitte angefangen, weil bei Mirabilia finde ich schwer, hier irgendwie vom Rand reinzuzählen. Und der Stoff ist auch ein bisschen knapp. Aber ich wollte jetzt nicht den doppelt so großen kaufen. Also ich habe hier gemessen zum Lametta-Faden, wie weit das geht. Und bis hier werden hier diese äußeren Blätter gehen. Ja, und deswegen habe ich in der Mitte angefangen und da, wie ihr seht, das ist jetzt hier so die Mitte vom Kleid und da hängen die Ketten von ihr runter und hier sind die Blätter, die ich angefangen habe. Und es ist so schön, das kommt in der Kamera gar nicht so raus, es glitzert alles total schön. Ja, vielleicht sieht man es doch gerade ganz gut. Ja. Und da fällt mir ein, es gibt ein neues Mirabilia, was ich auch gerne machen möchte, die Baker's Wife. Und es ist total krass. Ich zeige euch mal das Bild. Das wurde online total verrissen. Ich bin in so einer Mirabilia-Gruppe und die Leute mögen das gar nicht, weil die so unkonventionell aussieht. Und unkonventionell ist natürlich genau das, was ich gut finde. Und die hat so ein bisschen so eine... Die hat ja so eine blau-grüne Porzellanhaut. Das erinnert einen so ein bisschen so an Vampir oder so, finde ich. Also es sieht auf jeden Fall nicht so ganz gesund aus und das finde ich großartig. Ich werde nur wahrscheinlich ihr Kleid nicht türkis machen. Aber die steht auf jeden Fall ganz oben auf meiner To-Do-Liste. Ich finde die richtig cool und mache ihr Kleid vielleicht so pastellila, passend zu den Haaren oder dunkelrot. Ich bin mir noch nicht sicher. Und will auch den Stoff irgendwie dunkel machen oder so, dass es so ein bisschen düsterer aussieht. Ja, das zu Mirabilia. Dann nächstes Projekt. Gamer wollte ich euch zum Schluss zeigen. Jetzt kommt mein... Zelda-Bild. Ja, ich habe mein Zelda-Bild wieder rausgeholt. Das habe ich mal kostenlos irgendwo gefunden. Ich kann euch leider nicht mehr sagen, wo. Ihr müsst mal auf Etsy suchen, da gibt es irgendwo das Muster. Da müsst ihr nach Zelda Stained Glass Cross Stitch suchen. Ihr seht, ich habe es in 2015 angefangen und dann total viel gestickt. Also das war bevor
mein ganzer Stickwahnsinn erst wieder so richtig ausgebrochen ist. Und dann habe ich aber ganz lange Pause gemacht, bis ich dann, also ich habe ungefähr ein Jahr, anderthalb Jahre dran gestickt, ganz lange wieder Stickpause gemacht, gar keine Lust zum Sticken gehabt. Und dann im Herbst 2018 habe ich ja Flosstube gefunden und musste alles ausprobieren und habe das Heaven und Earth damals angefangen, die Eule. Und ja, ihr kennt die Story. Auf jeden Fall ist das riesig. Das ist auf 14 Count. Und das habe ich damals alles gemacht schon. Das hier ist Link mit seinem schönen Schild und seinem Master Sword. Und das habe ich damals alles schon gemacht. Und das ist echt richtig, richtig groß. Und ja, ich habe jetzt einfach mal gedacht, ich hole mir das mal wieder raus. Hier hängt noch schwarz rum, so. Und was ich gemacht habe, ist, ich habe hier am Hyrule-Schloss das Dach hier aufgefüllt. Das war komplett leer. Und habe die Umrandung für die nächste Seite gemacht. Genau. Ja. Und damals habe ich dann auch schon hier mich links hochgearbeitet an den schönen EV-Ranken. Und hier oben habe ich auch schon recht viel fertig. Hier kommt dann ein großes Bild von Zelda mit ihren blonden Haaren und das wird sehr viel gelb. Aber ich versuche jetzt langsam mal das hier auch aus meinen Work-in-Progress-Sachen rauszubekommen und mal einfach ein bisschen wieder was abzuhaken, damit ich ohne schlechtes Gewissen wieder neue Sachen anfangen kann. Denn es hört ja schließlich nicht auf, dass man dauernd online irgendwie auf Losttube sich anstecken lässt. Aber ich versuche stark zu sein. Mit dem Mirabilia bin ich ja schon wieder eingebrochen. Und habe mir das schön geredet, dass es ja total schnell fertig ist. Und ja, es ist tatsächlich nicht das größte Mirabilia. Aber es ist trotzdem Work in Progress. Und ich bin gerade bei 8 Stück. Und ich denke aber, wenn ich den Hasen fertig habe, bin ich ja wieder bei 7. Und habe leider aber auch schon Nachfolgeprojekt für den Hasen. Ja, so, dann Gamer. Oh Leute, Gamer bin ich auch super stolz drauf. Und zwar, sieht leider blöd aus, aber ich traue mich nicht, das zu bügeln, weil ich habe gehört, wenn man es zu heiß wäscht, werden die Farben gesettet, also dass sie ja eingeschlossen werden in den Stoff und dann sich nicht mehr rauswaschen lassen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn ich jetzt mit einem heißen Bügeleisen drüber gehe, mache ich das nachher auch irgendwie, dass die Farbe nicht mehr rausgeht. Vielleicht habt ihr ja da Erfahrungen. Deswegen lasse ich es jetzt ungebügelt, leider. Okay, so, und zwar bin ich hier unten ans Ende gekommen. Das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, war ich, glaube ich, irgendwo hier. Ich glaube, ich war das letzte Mal, ich habe hier gerade ein bisschen Lichtprobleme. So, das letzte Mal war ich hier und dann habe ich ich gucke jetzt mal eben, wo ist mein Heft? So, da habe ich ziemlich viel an dem Hasenbild gearbeitet. Hier, genau, das war das letzte Mal. Da hatte ich irgendwie total viel geschafft bis hier unten. Und dann, genau, habe ich an Zelda gearbeitet und dann nochmal an Gamer. Und da habe ich dann nochmal 3100 Stiche reingekriegt. Ich habe hier unten aufgegeben, weil nur eine Farbe. Und ihr wisst ja, nicht so mein Ding. Aber das bedeutet, ich bin am unteren Rand des Bildes endlich angekommen. So, und jetzt zeige ich es euch mal. So, 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 so. Und ich bin hier oben. Ich bin mir nicht sicher, ob ich euch das letzte Mal das gezeigt habe. Na, mach mal heller, Kamera, komm.
So. Ich habe jetzt hier, also die Gecko Rouge Seiten sind viel kleiner als die Heaven and Earth Seiten, weil die, das Muster ist einfach viel größer gedruckt, was ich total gut finde. Das hier ist eine Seite. Die habe ich jetzt hier vervollständigt. Das sind 20 Stiche breit und jetzt arbeite ich mich hier runter und vervollständige in der kompletten Spalte diese Seiten nach und nach und arbeite hier in einer 20 Stich breiten Spalte. Ja, und das war das, was ich geschafft habe. Also hier oben fleißig aufgefüllt, habe brav das gemacht und wie ihr seht, sieht es auch ein bisschen, wenn man gegen das Licht hält, sieht man hier einen Unterschied. Ich habe hier irgendwie mehr Spannung gehabt oder so an dem Tag. Aber wenn man es so liegt, sieht man es nicht so doll. Also sieht man es eigentlich gar nicht, wenn es jetzt nicht super krasses Licht ist. Ich habe hier immer so zickzack gemacht und ich bin mir sicher, dass es geholfen hat, dass man hier keine Linie hat. Sonst hätte ich hier wahrscheinlich wirklich eine Linie gehabt. Deswegen habe ich auch hier immer so zickzack gestickt. Also ein Stich einfach weiter, dass so Zähnchen raus. Überall dort, wo Unifarbe ist, also wo es weitergeht mit der gleichen Farbe, werde ich das weiterhin so machen, dass ich hier so Zähnchen lasse, damit man keine Linien sieht am Ende. Weil sowas passiert halt einfach, dass man einfach mal einen stärkeren Zug hat als an einem anderen Tag. Und dann würde man so wahrscheinlich auch eine Linie sehen, aber ja. Ja, klar, das nur, weil das neulich jemand in der Stickgruppe gefragt hat, warum man sowas machen sollte. Manche haben damit auch gar kein Problem. Die haben einfach immer den perfekten Zug auf dem Faden, aber bei mir ist es nicht so und deswegen muss ich das so machen. Ja, und jetzt kommen hier Blumenblätter. Die Blumen werden vervollständigt. Hier unten kommt Sonic, den werde ich dann endlich mal, also den blauen Igel. Und ja, und dann werde ich mich hier runterarbeiten. Aber ich habe eine Spalte und der Plan ist, bis zum Ende des Jahres diese Spalte zu komplettieren. Vielleicht schaffe ich sogar, da ich im April angefangen habe, sind es noch nicht mal zwei Jahre, noch nicht mal ein Jahr voll, dass ich die ersten 7 Seiten schaffe. Und ich habe jetzt mal hochgerechnet, wahrscheinlich werde ich es schaffen in unter 4 Jahren, wenn ich diese Geschwindigkeit weiter behalte. So, und als letztes Haul. Ich konnte mich leider nicht zurückhalten. Ich bin wieder im Gecko Rouge Gold Club. Das war noch vor meinem Umzug. Jetzt gerade bin ich total pleite. Voll viele Leute fragen mich nach meinem Chatelain. Ich muss dafür Seide kaufen, kann ich mir leider gerade nicht leisten. Und bei Gecko Rouge ist es so, wenn die neue Stickmuster haben, sind die für die erste Woche, in der das Muster oder Kit rauskommt, runtergesetzt. Und zwar ordentlich. Und dann dachte ich, okay, ich steige in den Club ein und es sind dann, glaube ich, so 30%, die man spart. Und das macht bei solchen Kits, die dann 60, 70, 80, 90 Euro kosten, einen großen Unterschied. Und da meine Liste eh so lang ist, bin ich jetzt wieder in den Goldclub eingetreten. Und ich habe es in der Stickgruppe schon gepostet. Ihr werdet es vermutlich wissen, welches Bild das ist. Die Herb Witch. Oh, sie ist so schön. Ich konnte nicht anders. Ich mag das mit ihrer Mondkette. Ich mag, dass sie recht schlicht gehalten ist. Und sie hat hier einen coolen Hut mit Federn und Sternchen und so tollen Rauch aus ihrem Zauberglas. Ja, die gute ist 283 mal 382. Das heißt, sie ist fast halb so groß nur wie Gamer. Das war für mich ein Grund, dass ich sie auf jeden Fall haben will, weil die wird deutlich schneller als, die werde ich vielleicht sogar in einem Jahr, wenn ich sie als zentrales Stück sticke, fertig. Und sie hat tatsächlich trotzdem 90 Farben. Und ich habe mit der
Kimberly, die Inhaberin von Gecko Rouge, ist in der Gruppe gesprochen und hat gesagt, so ja, ich bin total überrascht, dass da tatsächlich 90 Farben drin sind. Und sie meinte, dass es an dem Rauch liegt, unter anderem, dass da so viele Farben drin sind. Der braucht irgendwie, also sieht man nicht, aber der braucht viele Farben. Und sie hätte auch gedacht, dass sie da so mit 50 Farben oder so auskommt, aber nein. Dieses gute Stück hat tatsächlich trotzdem 90 Farben und ich habe es noch nicht aufgemacht und ich werde es auch nicht aufmachen. Ich bin noch am Überlegen, ein größeres Stickprojekt mit halben Kreuzen anzufangen. Ich habe ja beim Bunny, ich bin ja immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich finde es sehr schwer, dass die Stiche gleichmäßig hinzubekommen mit zwei Fäden. Ihr seht es hier vielleicht auch, wenn man so ins Licht guckt. Also wenn man so drauf guckt, sieht man es nicht. Aber wenn man ganz genau hinguckt, ist es unregelmäßig. Und es liegt vielleicht auch dran, dass ich zwischendurch Chinagarn, also es ist eigentlich fast nur mit Chinagarn gestickt. Dass die Fäden sind ein bisschen lockerer gedreht. Und deswegen ist es schwer, weil manchmal die einzelnen Fäden sind ja nochmal aus zwei Fäden verdreht. Und da ist es dann so, dass sich manchmal innerhalb, also diesem Stickfaden, sich so ein bisschen der Faden locker macht. Und es ist dann einfach total schwer, das gerade zu ziehen. Deswegen bin ich da noch ein bisschen zurückhaltend. Aber vielleicht mache ich ja mal so ein Kit in halben Kreuzen tatsächlich. Bei einem Faden ist es halt gut, dass man einfach nur zack, 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 durchzieht und fertig. Und deswegen habe ich immer noch das Gefühl, dass ich schneller bin mit ganzen Kreuzen als mit halben. Aber vielleicht ist es auch immer noch eine Übungssache, auch wenn das jetzt schon mein zweites Werk ist mit halben. Wer weiß, die Verlockung ist halt immer noch da, dass es halt schon schneller geht, als wenn ich zweimal das Kreuz machen muss. Aber ja, hier habe ich halt noch ganz viel rumgeziehe mit diesem zwei Fäden, dass die schön gerade liegen. Deswegen weiß ich das noch nicht, ob ich das wirklich machen will. Aber irgendwie, ja, bin ich versucht, es zu machen. Ja, danke schön fürs Zuschauen. Ich bin überrascht, dass ich jetzt doch echt eine halbe Stunde euch vollgequatscht habe mit meinen Sticksachen. Danke schön fürs Zuschauen. Und lasst mir einen Daumen da und ein Abo. Und oh Mann, ganz vergessen. Leute, wir sind bei über 1000 Abonnenten. Es ist mega, mega toll. Danke euch für eure Kommentare. Ich habe während dem Umzug auch ganz viel auf Instagram geschrieben mit ein paar von euch und es ist total schön. Wir haben uns gegenseitig unsere Fortschritte gepostet und unsere Pläne und es macht total Spaß und es war auch gerade in so Zeiten, wo ich nicht zum Sticken gekommen bin und es hat total gut getan. Danke, dass ihr hier seid. Es gibt so viele Leute, die schöne Stickvideos machen. Deswegen bin ich wirklich dankbar, dass ihr euch dafür entschieden habt, meinem Gequatsche zuzuhören. Das motiviert mich auch zum Sticken, muss ich sagen, weil ich denke mir dann immer so, oh, ich muss euch doch zeigen, was ich mache. Also sticke ich doch mal nochmal 10 Stiche mehr, damit ich was zu zeigen habe. Das ist total schön. Danke, dass ihr da seid. Ich will auf jeden Fall ein Giveaway machen irgendwann, aber ihr wisst ja, ich habe nicht so viel Stash, also ich habe nicht so viel auf Lager. Ich habe eigentlich nur Sachen auf Lager, die ich mir vor kurzem gekauft habe. Ich versuche mir noch irgendwas auszudenken. Ich bin schon am Suchen, was ich denn so Kleines machen kann, aber ich bin jetzt erstmal total pleite nach dem Umzug. Wir mussten uns echt eine neue Küche kaufen. Ich finde, das ist die dümmste Idee, dass man in Mietwohnungen keine Küche drin hat, aber ja, irgendwie ist es bei uns in der Gegend zumindest in fast allen Mietwohnungen inzwischen so, dass da keine Küchen mehr drin sind und wir haben dann so gesagt, ja, bevor irgendwie 3/4 aller Wohnungen, die zur Auswahl stehen, wegfallen, beißen wir halt in den sauren Apfel. Aber das hat jetzt auf jeden Fall echt wehgetan. Es kommt auf jeden Fall was für euch, aber es kann noch ein bisschen dauern. Ich muss mich jetzt erstmal ein bisschen von allem herholen. Und dann wird es was. So, genug gequatscht. Danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns bald. Und wir sehen uns auf Facebook und auf Instagram.
Okay, tschüss.